Aber ich hätte mal kurz die Frage, ich habe bis jetzt immer nur bei Twitch gestreamt. Ihr kennt ja beides jetzt mittlerweile, oder du, ne? Du hast es, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Ich bin Profi-Streamer auf YouTube. Ist das denn so vom Aufwand, das einzurichten? Beides gleich oder einfacher? Oder genau, ist das? Ist genau dasselbe, du musst halt nur die Schlüssel dann austauschen. Das Streaming-Programm, das bleibt ja dasselbe. Du, wenn du da mit OBS also vorher gestreamt hast, Token du kannst genau, sogar den bei YouTube rein, eine höhere Bitrate noch streamen. Also, dass die Qualität Stimmt. noch besser ist. Aber bei Twitch ist es jetzt auch so, wenn du kein Partner bist, dass die Leute, die gucken, auch in jeder Qualitätsstufe gucken können, Das ist können, jetzt oder? Auch neu, Das ja. ist jetzt auch neu, weil das hat mich immer gestört. Ich war kein Partner und die Leute konnten halt nur in einer bestimmten Qualitätsstufe schauen. Ja. Ja, bei YouTube ist es aber ja mittlerweile auch so, dass man dann in jeder Stufe gucken kann. Wir können aber mal einen kleinen Aufruf machen. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Also, liebe Ina, ja, und lieber Simon von Twitch, Ina von YouTube. Ihr könnt gerne mal vorbeikommen und das mal, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema. Wir wollen ja keine Plattform schlecht machen, um Gottes Willen. Wir wollen ja einfach nur die Unterschiede aus persönlicher Meinung erläutern. Und wenn ihr sagt, hey, wir würden uns mal die Zeit nehmen, wir mal vorbeikommen und das erklären, ihr seid herzlich eingeladen, also kommt vorbei, ist hier in... Ne, weiß Bescheid. Also einfach Bescheid. Es ist ja auch gut, dass es zwei verschiedene Plattformen gibt, weil Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Ja. Also Twitch hatte immer das Monopol der Streams, ja, bis YouTube kam. Was ich lustig fand, war letztes Jahr auf der Gamescom, da musste ich ein bisschen lachen, es kam die riesengroße YouTube-Bühne, ja, YouTube-Gaming-Bühne. Und wir standen auf der Bühne und haben immer geschrien, YouTube-Gaming! Und das Lustige ist, man konnte es einmal in Deutschland nicht benutzen. Also wir haben Werbung für was gemacht, was man in Deutschland gar nicht nutzen konnte. Man konnte es inoffiziell nutzen, ja, aber nicht offiziell. Und letztes Jahr wurde es dann angekündigt, also beziehungsweise diesen Jahr wurde es dann angekündigt. Und für mich ist es so, es macht für mich persönlich... Ja, Twitch ein bisschen überflüssig. Für mich. Ja, aber das liegt daran, weil meine Herkunft YouTube ist. Eben, aber das ich hätte auch noch eine Frage. Weil ich kenne mich halt mit dem Ganzen nicht so aus wie ihr. Ne? Wie ist das denn, wenn man jetzt mobile streamen möchte, wie der Sarazar zum Beispiel? Der ist ja jetzt in Brasilien. Das geht nur in der so. Freischaltung. Das geht noch nicht. Nee. Das geht, bei YouTube geht das aber doch, oder nicht? Bei YouTube? Nein, wenn du freigeschaltet bist, ja. Du musst, also das ist noch ein Pilot. Und bei Twitch geht es aber noch gar nicht, oder? Nee. Weil das ist für mich eigentlich auch wieder ein Vorteil, wenn du unterwegs bist, wie halt Walle zum Beispiel, dass du aus dem Hotelzimmer dann streamen kannst. Ja, also, ist eine coole Sache eigentlich. Da ist Facebook Livestream. Stimmt, das gibt es ja auch noch. Also ich würde mir wünschen, da bin ich auch bei dir, Patrick, wenn wir, eigentlich war meine Idee, dass ich hier eine Kamera ausstelle, ein Handy hinlege, ja, und das über YouTube streame. So ein Teil davon und die Fragen der Leute mit einbeziehen. Aber es funktioniert leider noch nicht, nur wenn du freigeschaltet bist. Also YouTube weiß Bescheid. So. Deswegen, das würde ich mir auch wünschen. Es gibt aber auf Twitch eine riesengroße Sache, die wirklich immens ist, und das ist E-Sports. Ja, das gibt es auf YouTube noch nicht oder zumindest sehr, sehr gering, diese Streaming-Geschichte. Es gibt die ESL One zum Beispiel, es gibt Majors in Schweden, in den USA, sonst wo, die werden ja überall ausgetragen. Und das ist so krass teilweise, wie viele Menschen das gucken, also 700, 800, 900.000 Menschen, eine Million manchmal. Muss man natürlich sagen, ist es weltweit viel? Eine Million auf Englisch, ein Stream, eine Million Leute, die live gerade zugucken. Für ein Gaming-Event. Ja, ne, das darf man halt nicht unterschätzen, wenn man bedenkt, was die Leute an Fußball schauen. Und das kommt schon an die Marke ungefähr ran. Ne, wenn man an Fußball? Ja, an Fußball, doch. Natürlich. Ja, wir reden jetzt ja nicht von der Champions League zu seiner Hochzeit, aber so ein ganz normales Bundesligaspiel oder so, wie sind da so die Einschaltquoten? Also ich denke schon, dass der E-Sport halt auch schon in den letzten Jahren halt die Einschaltquoten im Fußball, im Deutschen, können schon bei 3, 4, 5, 6, 7 Millionen, aber nur auf dem deutschen Markt liegen. Ne? Ja, ja. So, deswegen frage ich mich halt... Ja gut, Fußball ist natürlich jetzt, sagen wir mal so, das kann man ja auch schlecht als schlechthin. Ne? Ja. Aber wenn wir mal Handball betrachten oder andere Spiele oder so, also da ist, wie gesagt, E-Sport kommt da schon ran. Und Twitch ist dann halt immer noch so die Plattform, die sich halt von Anfang an und seit Jahren diesbezüglich dann etabliert hat. Ne? Ich meine, siehst du ja, die ganzen großen Ligen werden alle immer noch, beziehungsweise, was heißt immer noch, ob die überhaupt irgendwann mal auf YouTube übertragen werden, ist ja eine andere Frage. Das ist halt dann wirklich natürlich... Ben, eine Frage, wann läuft denn die Champions League immer? Immer mit was, ne? Gut, cool, der Ben gerade sich umgeguckt, da habe ich recht. Schön. Da hast du recht, Ben, also 100% richtig, dass YouTube, dass Twitch ja der offizielle Partner der ganzen E-Sports-Geschichte ist. Und wir haben heute einen unsichtbaren Gast, das ist unser heiliger Gott. What? Gott, bist du da? Gott spricht.
Ich hoffe, das ist nicht Gott, ne? Ich hoffe, man hört ihn. Das Gott ist Frankreich. Jetzt mal eine Frage. Würdest du sagen, dass der Vladislav, unser Redakteur, der kennt sich richtig gut mit E-Sports aus, ist auch auf playnation.de unser E-Sports-Experte, wenn man so möchte. Deswegen sind auch alle Artikel immer so schlecht. Nee, Spaß. Nee, Vladi, würdest du dann sagen, dass das Ganze bei Twitch bleibt? Der Fokus liegt natürlich meiner Meinung nach auf Twitch, vor allem weil die Zuschauerzahlen auf Twitch weitaus höher sind als bei YouTube. Aber das muss man auch sagen, dass zum Beispiel Riot Games und League of Legends und auch die ESL mittlerweile auf YouTube streamt, aber die Zuschauerzahlen bei Twitch weitaus höher sind und viele Ligen, die nicht auf Twitch streamen, Probleme haben, weil die Zuschauerzahlen so gering sind, dass es keinen Sinn macht, nicht auf Twitch zu streamen, weil dort die E-Sports-Community aufgewachsen und dort praktisch wohnt. Ja, also genau, Twitch hat sich halt etabliert für E-Sports. Also wird sehr schwer, die dann irgendwie rüberzupacken. Ja, wo ich bei ESL One war, da war das ja auch so, du hast überall Twitch gesehen, ja. Twitch Lounge, hier tralala, also da ist YouTube noch ziemlich gar nicht präsent. Weil da gibt es ja auch Verträge und so, das kannst du ja wahrscheinlich auch nicht dann einfach mal so ändern von jetzt auf gleich. Ne? Ja. Was ich cool finden würde, ist, wenn wir eines Tages mal, wir hier, auch eine Special-Episode machen können, wo wir auf YouTube mal streamen können, ne? Oder auf Twitch, wo auch immer ihr wollt. Und dann, was ist denn mit dir? Der sitzt die ganze Zeit so rum. Ich gucke mal peripheren Blickwinkel. Der ist doch früh. Ja, was soll ich machen? Was erwartest du denn? Ja, ich habe aber noch Zahlen hier. Oh, also wenn man bei YouTube Gaming dieses VIP-Programm nutzt, was der Ben ja erwähnt hat, dann zahlt man 4, oder wer das, Patrick oder Ben hat das erwähnt, 4,99 Euro pro Abo. Bei Twitch, also auf Euro umgerechnet, sind es 5,49 Euro. Aber, um die Technik noch ganz zu erklären, bei Twitch kann man 1080p mit 60 FPS, also 60 Bildern pro Sekunde streamen, in einem HTML5 Player und es gibt eine App. Bei YouTube Gaming ist es so, man kann bis zu 40K streamen. Man kann so 4K streamen mit 60 FPS, HTML5 Player, App und Smart TV wird auch unterstützt. Wobei ich glaube, dass Twitch inzwischen auch sehr, sehr viele Apps für Konsolen hat, richtig? Ja. Das Ganze ist auf dem PC. Bei Twitch gibt es PC, PS4, Xbox One. Und die Interaktion bei Twitch ist wiederum folgende: Chat, private Nachrichten, Spenden und also Spendennachrichten. Man kann eine Spende schicken samt Message. Ja, die sehen das dann alle. Vorhin schon mal bei YouTube, um eben diese Vergleiche technisch und auch also faktenbasierend aufzubauen. Bei YouTube ist es so: Chat, private Nachrichten und private Nachrichten wiederum versteckt. Also du kannst auch Leute dann, glaube ich, da so anpinnen. Das Ganze gibt es bei YouTube Gaming nur auf dem PC. Ich glaube, Konsole gibt es noch nicht. Interface ist nach Spiel. Das ist bei Twitch wiederum so, dass es nach Sprache und nach Plattform ist. Und das Konzept bei Twitch basiert wiederum darauf, dass Streams im Vordergrund stehen, beziehungsweise Videos als Zusatz sind. Denn man kann ja jetzt Uploads starten. Bei YouTube Gaming ist es wiederum so, dass Videos im Vordergrund sind und Streaming als Zusatz. Deswegen ist es ja, wie gesagt, interessant, wenn man gestreamt hat, also immer streamt, dann kann man eigentlich bei YouTube schwerer sich was aufbauen als andersrum. Ne? Seht ihr auch so, oder? Ja, es ist halt echt phänomenal, wenn du jetzt zum Beispiel eigentlich dann zum Beispiel YouTube-Let's Player bist oder so und dann kannst du zum Beispiel eine Stunde einfach mal eben streamen, du hast ein Thumbnail schon vorbereitet alles und du machst halt den Streaming-Recorder aus, du brauchst kein Video schneiden, du brauchst das nicht nochmal hochladen und irgendwie einplanen oder so, sondern du kannst einfach dann den, das Broadcast-System ausmachen und das Video ist dann halt vor allem auch online, an der Qualität, ne? Die du haben möchtest. Was halt auch ziemlich cool ist, ist bei YouTube, dass du halt ja bis zu 4 Stunden zurückspringen kannst. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel irgendeinen geilen Moment verpasst hast, zum Beispiel du guckst jetzt gerade irgendeinen Streamer und der lacht sich da hinweg, was ist gerade passiert? Und dann kannst du mal ganz kurz zurückspulen und dann gucken, was ist da passiert? Ah, alles klar. Und dann spulst du wieder nach vorne bis zum Nullpunkt. Das finde ich echt ziemlich cool. Das gibt es bei Twitch gar nicht, oder? Das gibt es, glaube ich, nicht bei Twitch, oder? Nee. Aktuell noch nicht. Du kannst das halt nachgucken, ne? Nachschauen, aber ich glaube, so dieses Zurückspulen, so das gibt es nicht. Zurückspulen so. Die VOD wird aber gespeichert fast in Echtzeit. Du kannst im Prinzip die VOD spielen und die ist halt. Ah, okay. Genau. Das ist halt echt cool dann. Auch dann für uns natürlich als YouTube, sagen wir mal, Let's Player oder Gaming-Kanäle oder so, wie du ja schon meintest, für dich macht das dann vielleicht schon Sinn, dann einfach mal eben eine Stunde streamen. Du hast dein Video, was du eh hochladen würdest, online. Du hast aber auch noch live die Leute da mitgenommen und alles. Also es macht schon Spaß. Ja, vor allem, aber, ja.
Vor allem gerade, wenn man halt, früher wollte man halt auf Twitch halt gestreamt, ne? Und dann wolltest du den halt immer auf YouTube hochladen, dann musstest du den erstmal runterladen, dann musstest du den irgendwie teilen in Teile. Weil du kannst den ja auch wiederum von Twitch direkt rüber. Ja, natürlich kannst du das machen, aber da musst du dann ja, erst musst du ja trotzdem noch warten, ja, bis das Video dann rübergeladen wurde. Das dauert dann auch manchmal einen halben Tag, weil das so 4 Stunden schnell sind, ne? Und dann musst du das auch wieder planen. Das ist schon ein Vorteil, finde ich. Jetzt rein wirtschaftlich gesehen, ist Twitch oder YouTube besser? Ja, momentan denke ich noch Twitch, oder? Wegen den ganzen, ja, wenn Spenden. Du jetzt nur von Livestreams ausgehst, denke ich, dass man auf nur Twitch Livestream momentan... Bezogen, nur Livestream bezogen. Ja, momentan Twitch auf jeden Fall. Momentan auf Twitch besser dann unterwegs ist, ja. Weil? Wegen den ganzen Spenden. Ja, du das hast ja die Spenden, ja, du hast diese Abos, du hast... wahrscheinlich gibt es dann Leute, die dann zweimal abonnieren durch dieses kostenlose Abo, durch, ja, Twitch Prime jetzt. Ne? Also ich denke... Zweimal geht das? Ja, die können ja einmal richtig abonnieren, denke ich, und dann dieses kostenlose Abo. Obwohl auf demselben Kanal, das weiß ich jetzt nicht. Ja, okay. Raus. Ich hab nichts gemacht. Schön. Ja, aber Spenden ist natürlich ein ganz großes, ja, Thema, auch auf Twitch-Area. Ja. Also im Twitch-Bereich, da haben wir natürlich dann teilweise echt dann Summen, die da fließen. Ne? Ja. Das sieht man immer wieder in jedem Twitch-Kanal, meistens, oh, hier Top-Donator, unten irgendwie in der Beschreibung, 1000 Euro oder so. Ja. So, dann kommen wir aber direkt zum negativen Aspekt. Ich habe sehr häufig gelesen, dass Leute gesagt haben, ich finde es nicht cool, dass Streamer inzwischen damit nur noch beschäftigt sind, Donations und Abos vorzulesen und sich gar nicht mehr auf das Wesentliche fokussieren, und zwar zu streamen. Ja, also mich stört das auch, Tatsache. Wenn ich so einen Streamer mir angucke und der liest dauernd vor, also deswegen gucke ich das ja nicht. Ich will ja dann sehen, dass er ein Spiel spielt oder sonst irgendwas. Ne? Aber das hat ja dann mit den Spenden an sich nichts zu tun, sondern einfach seine Art, wie er streamt. Der könnte es ja jetzt auch so machen, dass er einfach die Spenden durchlaufen lässt und dann zum Beispiel dann, ja, später natürlich eine Pause. Aber du bist ja verpflichtet. Ja, du kannst sie ja auch später vorlesen. Er fühlt sich verpflichtet. Ich würde mir keinen Streamer angucken, der dann dauernd irgendwelche, ja, Zahlen oder so vorliest. Stimmt, ja. Weil das ist ja auch dann wieder subjektiv. Sehr langweilig, ne? Ja. Manche stört das nicht und manche nicht. Ich finde zum Beispiel, das ist immer so. Hallo, herzlich willkommen, danke an Lord 13, zu einer neuen Ausgabe, danke an PayZ1, zu Talking Games und, oh, danke Bronzebeard, oh, du bist der Beste, 100 Euro, dankeschön. Wo war ich nochmal? So, ja, das ist halt immer... Das so macht, ist das natürlich, also mich stört das mega. Ja, weil manchmal ist es so, du denkst, okay, ich gucke jetzt einfach mal irgendein Game auf Twitch und dann geht's subscribe. Aber ist das, ja, dann die ganze Zeit oder nur am Anfang bei den Streamern? Oder? Kommt der drauf an? Ja, das, ja, wie gesagt, das kommt halt auf die Leute an. Die können an, ja jederzeit, sagen. Jederzeit spenden, oder? Ja, ein Gronkh zum Beispiel, was ich sehr cool finde, ist, wenn er ein Live-Let's Play macht, stellt er die Subscribes aus. Gut, wenn... Ja, gut, das, ne, ist gut. Also das finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Sinn dann, also mitten in, ja, so Last of Us oder so, oh, danke, ja, an Dennis Wehr. Für die 1,99 €. So. Oh, Ellie ist gestorben. Was? Let's Plays, die man nachträglich auch noch auf YouTube zum Beispiel dann sehen will, wirklich als Let's Play oder so, da willst du ja keine Donations dann hören. Oder was so bei den Donations auch ziemlich negativ ist, es gibt sowas in Deutschland, das nennt sich Finanzamt. Ja? So, wenn du nämlich ganz viele Donations hast im Wert von 1 Euro, 53 Cent und so weiter, musst du das alles dem Finanzamt melden. Ja, du musst nämlich eine Liste machen, wie viele Einnahmen du hast. Du musst ja ein Gewerbe einmelden, weil das sind ja Einnahmen, die du kriegst. Und wie ist das mit dieser Lizenz, mit dem Stream? Weil die Rocket Beans brauchen aber auch, glaube ich, mal... Das ist auch noch ein Punkt, den spreche ich gleich an. Sehr gut. Wo, sehr wo gut. Viele halt gar nicht Bescheid wissen. Sehr gut, das ist sehr gut, Patrick. Ja. Hammer, Patrick. Kann man ruhig mal aufstehen, oder? So. Sehr gut. Wie in der Schule früher. Boah, das ist richtig gut, Patrick. Gutes Beispiel. Ist gut, danke. Nee, aber was ich sagen wollte ist, ich finde zum Beispiel bei YouTube, ich finde Donations mega cool, das ist ein super Support. Auch die Subscribing ist ein super Support. Aber dann die Leute... also es ist so nett gemeint von Leuten, wenn die 1 Euro über, spenden, du musst halt bedenken, 1 Euro, ja, kriegst 50 Cent von, ja, wiederum. Und das musst du dann auch noch immer angeben. Also du musst wirklich sehr, sehr viel dann hinterher alles sammeln und du musst das dann nachweisen und so, das ist immer so ein Hickhack. Das wissen ja viele gar, ja, viele nicht, dass man gar nicht angeben, ja, muss, ja, von der ersten, also, Sekunde an. Ja, wenn du nämlich Spenden kassierst oder du kassierst irgendwelche Donations, musst du das dem Finanzamt melden, weil das ist ja ein Einkommen. Du kannst aber ein Kleingewerbe anmelden, aber da die Regelung ist, glaube ich, bis zu 400 Euro, ich weiß es nicht mehr, es kann auch sein, dass es sich geändert hat. Jetzt kommen wir aber zu einem sehr interessanten Punkt. Ja? Ich habe immer meine Streams angekündigt, das ist eine persönliche Geschichte jetzt. Ich habe meine Streams immer sehr, sehr gerne angekündigt. Ich habe immer gesagt, Leute, morgen Abend streame ich. Ja? Heute ist der Redeanteil von mir sehr hoch, ich weiß. Aber ich kann sehr, sehr viel... Das ist sehr interessant. Ich kann sehr viel, ja, zu diesem Thema... selber reden. Nee, ich kann sehr viel zu dem Thema sagen und aufklären. So, und heute Aufklärungsunterricht. Wir machen jetzt mal Folgendes. Brüding, geh mal hier rüber. Was ist denn jetzt los? Du, wir machen heute mal einen fliegenden Wechsel. Boah, Rüdinghaus. Ja, so, den kriegst du davon nie wieder runter. So, ist jetzt das schön hier. Ah, schön. Guck mal, du brauchst die Kissen gar nicht. Boah, stinkt mir so. Ich hab doch, egal. Also, wo sitzt... Da, genau. Ich erkläre das mal ganz kurz. Wie ist das, der Tonmensch jetzt gleich?
gleich hier. Nein, ich habe meinen Stream ja immer angekündigt, Ben. Ne? Ich bin ja, immer gegangen und habe gesagt, Leute, heute Abend stream ich. Und dann habe ich eine Mail bekommen, beziehungsweise auch Post von der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen. So was gibt es? Es gibt, ja. Und die haben einen Auftrag, Streamer oder Leute, ich sage mal, freundlicherweise darauf hinzuweisen, dass man bestimmte Lizenzen braucht. Wenn ich jetzt hingehe und ich sage, ich kündige meine Streams an und ich bestimme den Content meines Streams Vorfeld oder beziehungsweise generell, dann gestalte ich diesen Stream ja redaktionell. Mhm. Das bedeutet wiederum, dass ich ein Programm vorgebe. Ja? Wenn ich also einen Stream ankündige, wie in einem Fernsehsender, heute Abend passiert das, dann brauche ich eine Lizenz. Diese Lizenz kann schon sehr, sehr viel Geld kosten. Ja? Und ich weiß nicht, ob man das sagen darf, wie teuer die ist. Aber es gibt nämlich ein Rundfunkgesetz. Bestimmt im fünfstelligen Bereich, sagen wir mal so. Ja, es gibt ein Rundfunkgesetz jetzt in NRW. Und dieses, also Rundfunkgesetz, ich glaube, das ist richtig, darum geht es, dass man eben, sobald man einen Stream redaktionell ankündigt bzw. betreut, braucht man diese Lizenz. Wenn ich jetzt aber hingehe und ich starte einfach einen Stream, bereite ich die Leute ja nicht drauf vor. Das heißt wiederum, dass ich dann diese Lizenz nicht brauche. Also wenn du jetzt hingehst, es ist so, dass die Landesmedienanstalten NRW zurzeit gucken, wer das macht, wer streamt und so weiter, und die werden dann alle kontaktiert. Das war ja bei den Rocket Beans damals auch so, die haben ja auch diese Lizenz gebraucht. Wenn ich also hingehe jetzt, oder der Curry oder der Patrick oder der Ben, und die kündigen den Stream an, dann kann es sein, dass ihr Post bekommt und dann dürft ihr das nicht mehr machen. Oder ihr kauft eben diese Lizenz. Also es bezieht sich dann quasi nur aufs Ankündigen, ne? Ja. Also wenn man jetzt einen festen Streamplan quasi hat, oder wie? Also du sagst, da und da streame ich immer und so kommt das jeden. Aber die gehen doch wahrscheinlich eher auf die größeren dann, oder? Ja, kann bei dem kleineren jetzt auch passieren. Kommt natürlich dazu, ne? So. Ab 400 auf 500 potenziellen Zuschauern. Ah, okay. Okay, aber wenn du dann einfach so anfängst zu streamen, ist egal. Easy. Aber ist ja egal, ob YouTube oder Twitch, das ist im Grunde ja genau dasselbe. Ne? Sollten wir auch mal von jemandem von den Landesmedienanstalten einladen. Warum genau muss man das machen? Was ist das für ein Recht dahinter? Weil du nämlich einen redaktionellen Content ankündigst, wie ein Fernsehsender. Ah, okay. Ja, und RTL zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie es beim ZDF ist, weil es öffentlich-rechtlich ist, aber RTL zum Beispiel braucht auch eine Lizenz. Eine Sendelizenz. Ja, du brauchst eine Sendelizenz. Deswegen, das war ja auch groß ein Thema dann damals mit den Rocket Beans und so, als das da losging auf Fizz. Ja. Die haben ja auch teilweise 20, 25.000, 40.000, sogar bei diesen Beards, was sie da immer machen, dieses Paradebeispiel hier an Formaten, ne? Das ist natürlich auch schon echt eine Menge. Wenn wir jetzt zum Beispiel streamen wollen, müssten wir den Support der Community. Aber wie haben die das jetzt gelöst? Indem sie sich die Lizenz gekauft haben. Haben die sich die wirklich gekauft? Ja. Und was ist, also bei anderen großen YouTubern oder Streamern ist es dann so, dass die einfach noch nicht angeklopft haben? Ich weiß nicht, wie es bei einem Gronkh oder so ist. Es ist auch, glaube ich, von Bundesland zu Bundesland noch anders geregelt. Gut, aber der wohnt ja im selben Bundesland. Ja. Also als wir. Genau, also ich habe keine Ahnung. Aber man muss sagen, wiederum ist ja YouTube nicht in Deutschland ansässig, der offizielle Firmensitz. Stimmt. Und Twitch auch nicht. Deswegen frage ich mich, ob diese Regelung überhaupt gilt. Wobei, war das nicht irgendwie das Twitch, dass die auch in Frankfurt oder in Deutschland irgendwie... Ja, aber der Firmensitz ist ja nicht in Deutschland. Twitch ist nur in London. Okay. Ja. Deswegen, danke Gott. Auf jeden Fall ist es ein sehr komplexes Thema. Ich habe mir das auch mal durchgelesen, als es mit den Rocket Beans aufkam und was es da alles zu beachten gilt gibt. Und viele wissen das halt überhaupt gar nicht. Und ich glaube, das ist schon ein sehr komplexes, aber auch ein interessantes Thema, was auch in der nächsten Zeit immer mehr aufkommen wird. Gerade weil die Streamer ja immer größer werden, eine größere Reichweite, teilweise ja wie so ein kleiner Fernsehsender. Ne? Ja, deswegen mein Aufruf an euch, liebe Community, wenn ihr das hier gerade seht und ihr kennt viele Streamer oder ihr kennt ja Leute, die auch viel im Internet unterwegs sind, ausnahmsweise sage ich das jetzt mal, teilt mal diese Folge aus, richtig kräftig, damit viele Leute darauf aufmerksam werden. Weil es kann sogar sein, das ist eben der Härtefall, dass man einfach eine Abmahnung kassiert, dass man gar keine Informationen darüber bekommt, zahlt 5.000 Euro. Ja. Ja? Und Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, das kennen wir alle. Ne? Also und hier man habt muss ihr sich immer das, informieren. Ja. Deswegen, ihr tut den Leuten einen Gefallen damit, wenn ihr das eben hier teilt und die Leute darüber aufmerksam macht. Also würde ich sehr, sehr nett finden und das könnt ihr einfach bei Facebook, bei Twitter und sonst wo teilen. Ist ja einfach unter diesem Video, könnt ihr auf Share-Button drücken und dann easy go. Wir sprechen bestimmt auch bald nochmal über das Thema, wie du ja eben meintest, dass wir mal vielleicht die Ina oder je nachdem, wer Zeit hat, ich von der Landesmedienanstalt jemanden einladen. Es wäre cool auf jeden Fall. Das ist ein interessantes Thema. Ja, stimmt, da könnte man natürlich auch einen von einladen dann, ne? Also wenn da gerade einer zuguckt, dann... Wenn einer zuguckt, was sie bestimmt machen, ja, komm vorbei. Mal, ne, das Thema werden wir dann an anderer Stelle auf jeden Fall nochmal anschneiden. Ne? Nein, genau jetzt hier. So, der Ben moderiert ja jetzt hier zu Ende. Es war mir auf jeden Fall eine Ehre, dass ihr heute meine Gäste wart. Danke, das war schon. Danke, Ben. Hast du keinen Bock mehr, weißt du? Hast du gar keine Fragen? Wir haben fast alle Fragen durch hier, ne? Das ist ja traurig.
Ja. Hast du noch abschließende Worte, Curry? Ich finde schön, dass du uns heute hier so wohlwollend empfangen hast. Auch den Dennis hier heute, das erste Mal dabei. Ne? Ist ja richtig schön mit. Ja, also, wieder Bro, gerne. Ne? Also, wenn du mal vorbeikommen willst. Ja. Ne? So, eine Sache nur zum Abschluss. Die machen wir noch ganz kurz, Ben. Du musst die Leute noch darauf hinweisen, dass die natürlich Postings machen müssen. Ja, Ben, weißt du mal, Interaktion ist wichtig. Mach mal eine richtig schöne, flotte, spannende Abmod. Ja, Freunde, das war's. Nee, Freunde, das ist auf jeden Fall eine hammermäßige Folge heute gewesen von Talking Games. Mir hat Spaß gemacht, dass ihr heute meine Gäste wart. Und ich würde einfach mal sagen, presst den Like-Button. Nee, Spaß. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, ne, wisst ihr Bescheid. Und auf jeden Fall das Feedback eurerseits ist natürlich immer gefragt. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt vielleicht, weil wir werden das Thema ja auf jeden Fall in einer anderen Folge nochmal anschneiden, denke ich mal, mit den entsprechenden Gästen, also nicht die hier. Ne. Und dann schauen wir mal, ne, ob wir da nochmal drauf zurückkommen irgendwann. Und ja, es war mir auf jeden Fall eine Ehre, Dennis, ne? Ja. Mein Sidekick. Ich wollte aber noch zum Schluss eine wichtige Sache sagen. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, bei Talking Games ist es so, es ist wirklich ein sehr, sehr krass aufwendiges produziertes Format. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Kameras. Wir können es mal kurz testen, ob die Regie aufpasst. 1, 2, 2, 3, 3, nein, die, 3 und 4. Ich sag 3, das ist 4. Kameras. Wir sitzen in einem echt krassen TV-Studio und es ist so, auf YouTube gibt es so viel Müll, ja, inzwischen. Und wir würden uns echt vom Herzen freuen, wenn ihr wirklich mit aller Kraft versucht, das Ganze ein bisschen zu supporten, weil wir wollen das ja für euch machen. Wir setzen uns wirklich sehr, 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 wirklich von Herzen sehr gerne hin. Hier geht es nicht um Geld oder sonst was. Klar, so ein Studio kostet Geld. Nur um Arbeitsplätze. Muss ich auch refinanzieren und so weiter. Wir wollen einfach wirklich das gerne weiterhin für euch machen und wir können das nur machen, wenn wir euer Support haben. Und Talking Games macht mir unheimlich viel Spaß und wir lernen super viele Leute da kennen. Wir hätten niemals gedacht, dass wir hier sitzen können, dass wir das machen können und wir können das nur dank eurer Hilfe machen. Und deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn das auch weiterhin so der Fall ist. Ich sag mal, nächste Woche haben wir wirklich spannende Gäste am Start wieder. Ne? Auf jeden Fall. Nächste Woche geht es um. Wir sprechen über Printmedien, ob die aussterben, beziehungsweise ob die überleben werden, gerade wegen dem Webgeschäft, wegen Webseiten und so, wie planation.de. Wollten wir nicht auch mal ein Magazin machen? Wir wollten mal ein Magazin machen. Ja, aber auf jeden Fall, da werden wir wahrscheinlich ein paar sehr interessante Gäste, Leute, Journalisten und so da haben. Und da bin ich persönlich wirklich sehr gespannt. Ich bin auch sehr auf morgen gespannt. Mal fuck you. Das wird eine richtig krasse Ausgabe, Freunde. Ich kann es euch nur sagen. Also ich sag schon mal, diesen Tisch, den ihr seht, den wird es nicht mehr geben. Macht's gut und bis zur nächsten Woche oder bis morgen. Jeden Tag 17 Uhr gibt's jemanden auf dem Channel. Ne? Macht's gut, danke. Danke, dass ihr dabei wart.